Wäre ich kein Schauspieler geworden, dann wäre ich vielleicht Förster geworden. Bisher? Auch immer das Letzte, also immer das, was ich gerade mache. Derzeit Rote Rosen. Großartig. Noch nie eine Telenovela gemacht und die absolute Herausforderung. Marathon, Iron Man, keine Ahnung, wie man das nennt, die Kategorie. Äußerst spannend. Durch Menschen, die ich beobachte. Ich fahre S-Bahn, U-Bahn, Busse, gucke mir Menschen an. Ja. Richtige Macke habe ich, glaube ich, nicht, aber vielleicht größte Macke, meine größte Macke. Sagen wir mal, ich bin ungeduldig. Mein größtes Talent? Ich bin tierlieb. Bewundere. Bewundere, ja doch. Also natürlich gibt es Kollegen, denen ich total gerne zugucke und die ich auch bewundere. Sagen wir einen deutschen Schauspieler, den ich sehr gerne mag, ist Christoph Waltz. Also bisher das Rathaus. Das hat mich sehr beeindruckt. Eine Stunde, eine Tour durch das Rathaus gemacht mit unendlich vielen Räumen, direkt rein ins Mittelalter und bewegend, großartig. Was ich die Fans fragen würde, also ich, ganz ehrlich, ich bin jetzt 3 Monate dabei, das ist wirklich neu für mich, mir macht es wahnsinnig Spaß und jeden Tag entdecke ich was Neues und ich lerne jetzt auch schon Leute kennen, die das gucken und dann gibt es einen Fantag und gibt mir noch ein bisschen Zeit, also da ich auch nicht auf Facebook bin oder irgendwelche Fanseiten lese, ich habe jetzt glaube ich 20 Autogrammkarten verschickt, das ist toll erstmal. Und vielleicht ist es das, was mich bis jetzt am meisten bewegt hat, dass so Briefe zu lesen, auch manchmal so persönliche Briefe von Leuten, die das wirklich seit Jahren gucken und lieben. Und hey, ja, das ist toll.